Auch bei Max Eberl ist die Erleichterung groß nach Borussias 1:0 Sieg in Hannover. Dieser Sieg ist ungemein wichtig für uns, sagte er am Sonntag bei Bontora der Fußball-Tokowski. Wir haben uns endlich einmal für unsere Leistung belohnt. Außerdem kündigte der Sportdirektor für den Sommer mögliche Veränderungen in der Offensive an. Rafael ist eigentlich immer ein Thema bei Borussia Mönchengladbach. Spielt er, laufen beim Brasilianer die Strippen in Borussias Offensivspiel zusammen. Fehlt er, macht sich sein Ausfall meist schmerzlich bemerkbar, weil die Mannschaft spürbar an Ideenreichtum und Durchschlagskraft einbüßt. Mit 7 Saisontoren steht Rafael trotz verletzungsbedingter Fehlzeiten gemeinsam mit Thorgan Hazard an der Spitze der internen Torjägerliste. Rafael ist bei uns ein Unterschiedsspieler, hob Eberl am Sonntag bei Ski nochmals hervor. Er hat für uns eine Wichtigkeit wie Marco Reus bei Borussia Dortmund oder Robert Lewandowski beim FC Bayern. Er macht die anderen Spieler auf dem Platz besser und hat insgesamt eine großartige Qualität, vor allem auch die Qualität, Tore zu machen. Das hat uns in den vergangenen Wochen ein Stück weit gefehlt. 4-mal blieben die Borussen in Folge ohne eigenen Treffer, bevor Christoph Kramer in Hannover die Serie nach 432 Minuten ohne erfolgreichen Abschluss mit seinem herrlichen Volleyschuss beendete. In Niedersachsen mussten die Fohlen dabei erneut auf Rafael verzichten, der weiterhin an Wadenproblemen laboriert. Am 28. März wird der Maestro 33 Jahre alt, und Eberl weiß, dass er sich langsam mit der Rafael-Nachfolge beschäftigen muss. Er hat ein gewisses Alter erreicht. Natürlich müssen wir uns da Gedanken machen, sagte Eberl. Wir werden im Sommer erneut versuchen, ein neues Gesicht zu finden und vielleicht auch im Sturm anzugreifen. Anführungszeichen Veränderungen im Angriff. Diese Ankündigung kommt nach den vergangenen Wochen nicht überraschend. Allerdings müssten die Borussen auch immer ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigen, betonte Eberl. Vielleicht fehlt uns ein Spieler, der uns eine Garantie auf mehr Tore gibt, der dann aber auch 30 oder 40 Millionen Euro kostet.